Hallo und herzlich willkommen hier bei uns auf Jungle Drum Radio. Heute mit einem spannenden Interview, welches wir im Vorfeld aufgezeichnet haben. Es geht um den Fehler im System. Im Grunde sind es ja viele Fehler und die wirken zusammen und führen dabei unsere Wirtschaftsordnung mehr oder weniger ad absurdum. Zu Gast haben wir heute Frau Professor Margaret Kennedy. Sie ist Architektin, Ökologin und Stadtplanerin, hat in Pittsburgh, das ist in Pennsylvania, den englischen Doktor der Philosophie verliehen bekommen und damit zugleich die Lehrberechtigung an Universitäten erworben. Zuletzt war sie Professorin für ressourcensparendes Bauen an der Universität Hannover. Zugleich ist sie Geldexpertin und kritisiert die herrschende Wirtschaftsordnung und die Systemfehler darin. Und heute ist sie bei uns. Guten Tag, Frau Professor Kennedy. Guten Morgen und ich freue mich auf das Interview, Herr Apfitsch. Dann, bevor wir zum eigentlichen Interview kommen, würde ich gerne noch eines Ihrer Projekte vorstellen. Sie engagieren sich nämlich unter anderem auf der Seite moneta.org mit Doppel-N, moneta.org. Worum geht es denn da? Das sind alle die Beiträge zum Thema Geldreform, Bodenreform und Zins und alles, was mit Wirtschaft in dem Sinne zusammenhängt, dass es auch mit dem Geldthema zusammenhängt, die ich nicht selber verfasse. Also meine eigene Webseite margaretkennedy.de, die ist im Grunde genommen, besteht aus meinen Vorträgen, meinen Präsentationen, Beiträgen, Büchern und so weiter. Und ich wollte aber auf meine Seite nicht die Sachen von anderen schreiben. Deswegen habe ich Moneta gestartet und dort sind also alle Partner zu finden, alle Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, die ich besonders gut finde, in Englisch und in Deutsch, ja. Gut, dann wenden wir uns jetzt mal dem eigentlichen Interview zu und beginnen gleich mal mit dem Thema Geldschöpfung. Wir hatten es bereits behandelt, aber es ist eben ein bisschen schwierig zu verstehen. Vielleicht können Sie uns noch mal genau erklären, was ist das und was bringt uns das für Probleme ein? Ja, wir haben heute ein Geldsystem, wenn man es ganz vereinfacht sagen möchte, dann kann man sagen, wir haben ein Geldsystem, das ein Hauptziel hat und das ist, aus Geld mehr Geld zu machen. Und wenn man jetzt soziale, ökologische oder kulturelle Projekte fördern möchte oder finanzieren möchte, dann wissen wir alle, da haben wir riesige Probleme, an Geld ranzukommen. Das sind aber genau die Sachen, wo es heute klemmt und wo es heute schwierig ist, weiterzukommen auf dem sozialen Sektor, in den sozialen Bereichen und so weiter. Überall wird an der Kultur gestrichen, überall wird am ökologischen, also wenn das ökologische Bauen, und das ist ja mein Thema gewesen, um ein paar Pfennige teurer wird, dann wird sofort das auf die nächsten 70 Jahre hochgerechnet mit den Zinsen und Zinseszinsen, die dann anfallen durch die Kredite, die aufzunehmen sind. Und dann muss man immer jedes bisschen Qualität aus der Architektur raus editieren oder umentwerfen. Das heißt, wir können eigentlich mit diesem heutigen Geld wirklich nur eine Sache machen und das ist wunderbar spekulieren auf den internationalen Finanzmärkten, wobei das auch immer schwieriger wird, weil halt der Abstand von dem, was in der Realwirtschaft erzeugt wird und das, was in der Geldwirtschaft machbar ist, immer mehr gewachsen ist. Seit den 80er Jahren schon hat das angefangen und das passiert eben seit 5000 Jahren in regelmäßigen Abständen zwischen, ich würde sagen, 20, 30 und 50 bis 100 Jahren bricht dieses Geldsystem zusammen und ich finde, wir haben einen Verstand bekommen, wir können logisch denken und wir sollten uns endlich mal was Neues ausdenken. Ja, richtig. Und einer der Hauptgründe dafür, dass dieses Geldsystem zusammenbricht, das ist ja im Grunde das exponentielle Wachstum, bedingt durch Zins und Zinseszins, das genau, dann im Grunde jedes Mal zu einer Implosion führt. Um das vielleicht nochmal zu verdeutlichen, Sie hatten da ein sehr schönes Beispiel. Ja, ich habe ja jahrelang diesen Josefspfennig benutzt, also ein Pfennig zur Zeit von Jesu Geburt, wären Milliarden Kugeln vom Gewicht dieser Erde geworden im Jahr 2000, wenn man mit 5% Zinsen diesen Pfennig verzinst hätte über die Zeit. Und dann habe ich festgestellt, dass die meisten Menschen dann sagen, ja, aber es hat ja so lange sowieso keine Bank gegeben, die da existiert hätte, also braucht man das nicht weiter ernst zu nehmen. Deswegen habe ich mir ein anderes Beispiel ausgedacht, um
Leuten zu zeigen, wie wichtig das ist, dass man dieses exponentielle Wachstum über Zins und Zinseszins, also man muss immer sagen, der Zins alleine wäre noch nicht so das Problem. Aber mit Zins und Zinseszins wächst halt jede Geldanlage exponentiell. Und das Beispiel heißt, wenn Sie jetzt also die Wahl hätten zwischen 100.000 Euro pro Woche für ein Jahr, also Ihr Chef würde Ihnen anbieten, entweder Sie kriegen 100.000 Euro pro Woche für ein Jahr oder Sie hätten einen Cent in der ersten Woche und dann das Doppelte, also 2, 4, 8, 16 und so weiter in jeder darauffolgenden Woche. Was würden Sie wählen? Und natürlich hat jeder im 0, nix ausgerechnet, dass 100.000 mal 52 Wochen im Jahr 5,2 Millionen sind. Und das ist ja schon eine ganz ordentliche Summe. Aber was ich Ihnen daran zeigen möchte, ist, dass mit dem exponentiellen Wachstum über 52 Wochen ist es ganz, ganz schwierig. Es kann kaum ein Mensch so schnell ausrechnen oder wir haben einfach keine Intuition dafür, wie groß, was da für eine Summe rauskommt. Und wenn man dann ein DIN A4-Blatt nimmt und oben rechts mit 1 anfängt und dann immer verdoppelt, das dauert so 10 Minuten und da hat man unten eine Summe von 45 Billionen Euro im Jahr zusammen. Das sind 2/3 des gesamten Weltbruttosozialprodukts. Also da hätte man dann, weiß ich, 8 Millionen pro Woche. Wenn man das wieder zurückrechnet, auf die Wochen gerechnet, es ist wesentlich mehr als die 100.000 Euro. Und da sehen dann die meisten auch, aha, ja, tatsächlich, ich habe da zu diesem exponentiellen Wachstum ich habe das in der Schule nicht gelernt, dass das auf Dauer immer tödlich endet, dass das gar nicht möglich ist auf Dauer im materiellen Bereich und dass es eigentlich wirklich nur in einem Bereich exponentielles Wachstum einigermaßen gesund ist und das ist im nicht materiellen Bereich, also von Wissen und Können. Und wenn man also jetzt zum Beispiel ein Buch zwei Leuten gibt und die wieder zwei Leuten, dann hat man in 32 Wochen sozusagen die ganze Welt beglückt mit diesem Buch. Und so, da könnte man sich noch vorstellen, das ist einigermaßen gesund, aber in dem Geldsystem ist es eben tödlich. Wie gesagt, ist es ein Zerstörungsmechanismus, der seit 5000 Jahren uns am Laufen hält, am immer wieder Krieg, soziale Revolution oder Crash. Das sind die drei Lösungen in Anführungsstriche gewesen über die letzten 5000 Jahre. Ich habe da mal einen schönen Vergleich gefunden. Wir können uns vorstellen, wie ein Wagen beschleunigt. Ja. Aber wir können uns nicht vorstellen, wie dabei auch noch die Beschleunigung beschleunigt. Ja. Und das ist im Grunde der Punkt. Ja, der beschleunigt zuerst ein bisschen, dann stark, dann sehr stark, dann immer noch stärker. Also die Beschleunigung nimmt mit der Zeit der Beschleunigung jedes Mal noch zu. Ja, ja. Die Kraft, ja. Das ist natürlich absoluter Wahnsinn. Ich habe hier auch noch ein ganz hübsches Beispiel gefunden. Das ist jetzt vom Horst Stohwasser, dem alten Anarchisten. Aber der hat mal ausgerechnet, wenn man 1 Euro fest verzinslich in Staatsanleihen zu 10% anlegt, abzüglich der jährlichen 5% Inflation, dann hätte man nach 800 Jahren die Möglichkeit, 20 Milliarden Menschen satt zu machen. Und zwar mit 500 Euro täglich. Für mehr als dreimal so viele Menschen, wie wir derzeit auf der Erde überhaupt haben. Also das sind astronomische Summen, die da zusammenkommen. Und das kann man sich einfach nur schwer vorstellen. Aber letzten Endes ist das der Grund dafür, dass unser System jedes Mal zusammenbricht. Naja gut, jetzt heißt es natürlich, aus eben diesem Grund, lass dein Geld arbeiten. Aber das Geld, das arbeitet nicht, sondern das sind immer Menschen, denn hinter diesen Spekulationsgewinnen, da steht ja erstmal gar nichts Reales. Zuerst muss ja erstmal jemand arbeiten, um die ganzen Waren, Werte und auch die Dienstleistungen zu erzeugen, die dahinter stehen. Deswegen jetzt meine nächste Frage. Kann man sagen, mit Fug und Recht, dass Kapitalismus sich ausschließlich durch Ausbeutung erhält? Durch Ausbeutung von Ressourcen, durch Ausbeutung der Ware Arbeit, durch Ausbeutung von Menschen? Bei mir ist halt einfach die Frage die, würde es diesen Kapitalismus geben mit einem anders konstruierten Geldsystem? Und das ist der Grund, warum ich mich mit dem Geld auseinandersetze, weil ich glaube, dass das Marx zu seiner Zeit auch noch nicht begriffen hat. Also Marx hat, wie fast alle Denker in dieser auf dieser linken Seite, versucht, also immer geglaubt,
dass letzten Endes die Ausbeutung in der Produktionssphäre stattfindet. Also das war ja auch im Anfang ganz heftig, wie einige wenige, also die Tausende von Menschen beschäftigt haben, die sie ausgebeutet haben, die dann gearbeitet haben und letzten Endes einige wenige reich gemacht haben. Was er nicht gesehen hat und was die meisten linksgerichteten Menschen heute noch nicht sehen, ist, dass heute im Grunde genommen das Geldsystem diese Rolle übernommen hat. Dass wir Gott sei Dank über die Zeit hinweg Gesetze geschaffen haben, die Gewerkschaften beteiligen an den Auseinandersetzungen um Löhne, auch wenn das heute, finde ich, immer noch nicht hundertprozentig gerecht ist. Es ist nicht mehr ganz so schlimm wie im Anfang des Kapitalismus. Und heute arbeiten wir aber alle, das sind über 90%. Und das ist eben der zweite Fehler, außer dem exponentiellen Wachstum, der damit zusammenhängt natürlich auch, dass wir letzten Endes für die Finanzindustrie arbeiten, nämlich für die Leute, die mehr Geld haben, als sie brauchen. Und das sind ungefähr 10% der Bevölkerung und die dieses Geld in Anführungsstriche für sich arbeiten lassen. Und wer schafft die Werte, die Gegenwerte, das sind die 90%, die für ihr Geld arbeiten müssen. Und das ist sozusagen der zweite große Fehler in unserem Geldsystem. Und das Problem ist, dass dieses Geldsystem, was wir heute haben, praktisch jede Demokratie, wirkliche Demokratie, unmöglich macht. Könnte man dieses Geldsystem als eine Art Schneeballsystem begreifen? Ja, das ist es. Es gibt da schneller und langsamer, je nachdem, wie die Verdoppelung, wie krass die Verdoppelung ist. Das ist ein absolutes Schneeballsystem. Und das Problem ist halt, dass das in den Schulen nicht gelehrt wird und dass, wenn Sie Ökonomie studieren oder in eine Banklehre machen, das Erste, was Sie akzeptieren müssen, ist der Zins. Da wird getan, als wenn es dazu keine Alternative gäbe. Und das heißt, Sie können überhaupt nicht studieren, wenn Sie das nicht akzeptieren. Sämtliche Modelle der Ökonomen sind auf dem Zins aufgebaut. Deswegen war mir völlig klar vor 30 Jahren, als ich das zuerst entdeckt habe, dass wir wenig Hoffnung haben, von den Fachleuten aufgeklärt zu werden. Das sind aber die wieder die Politiker beraten und die dann eben wieder ihre Politik darauf aufbauen, nämlich mit diesem Zinssystem irgendwo fertig zu werden. Ich meine, heute ist der zweitgrößte Posten im Haushalt, sind die Zinszahlungen. Das ist doch grotesk, ja. Und wir haben, was den meisten Leuten nicht klar ist, dieses Geld ist eben nicht Gott gegeben, wie ein Gewitter oder wie ein Baum wächst oder sowas, sondern es ist menschengemacht und es kann von Menschen verändert werden. Und das ist, worüber ich seit 30 Jahren spreche und wo ich meines Erachtens einige Fortschritte gemacht habe in Bezug auf das Entdecken von neuen Wegen, wie man jetzt aus der Misere rauskommt. Vor allen Dingen möchte ich gerne noch an der Stelle anmerken, dass Schneeballsysteme bei uns verboten sind, weil sie als kriminell gelten, ne? Genau. Sie haben völlig recht. Ja, das ist richtig. Also es gibt hier, ich habe hier zum Beispiel auch, wo ist es denn, ich hatte gerade eine wunderbare Karte von der, ich entdecke sie jetzt nicht, aber in der Bayerischen Verfassung steht, dass die Wirtschaft ist dazu da, dem Menschen sozusagen zu dienen oder der Gesellschaft zu dienen. Ja, mein Gott, wenn man sich das heute anguckt, dann kann man nur sagen, wir dienen heutzutage den großen Banken. Wir arbeiten, wir zahlen Steuern und so weiter, wir retten die großen Banken und das ist doch eine Absurdität erster Güte, dass der Staat sich Geld bei den privaten Banken, bei den kommerziellen Banken leihen muss, um damit dann seine Schulden zu bezahlen und letzten Endes dann auch den Banken die Zinsen zu zahlen. Und dann, wenn die pleite gehen, dann darf er die Banken auch noch retten. Also eine fürchterliche Absurdität kann man sich eigentlich kaum noch vorstellen. Mich wundert, dass nicht Millionen Leute auf die Straße gehen und sagen, es geht einfach, so geht es doch einfach nicht, das können wir doch uns nicht länger gefallen lassen. Ja. Vor allen Dingen, der Staat leiht sich ja bei den Banken Geld, um deren Schulden bezahlen zu können. Das heißt, wenn ich 20 Milliarden Schulden habe und Sie kommen zu mir und sagen, leih mir mal 20 Milliarden, dann übernehme ich deine Schulden, dann kann ich das nicht, weil ich sie ja habe, die Schulden. Ich kann keine Schulden verleihen, sondern nur etwas mit einem Plus davor. Ja. Das ist ja das Absurde. Jetzt nochmal eine andere Frage, und zwar, es gibt ja gewisse Profiteure davon, die werden wirklich sehr, sehr reich. Und
die ziehen doch im Grunde auch Unmengen an Geld aus dem Kreislauf raus, denn die können es horten. So ein ALG2-Empfänger mit seinen 350 Euro, wenn der mal zu Weihnachten 50 Euro von seiner Tante kriegt, dann legt er die nicht an, sondern die haut er mit auf den Kopf, weil er auch damit noch nicht richtig durchkommt. Wenn aber einer wirklich millionenschwer ist, dann interessiert ihn das gar nicht. Das heißt, er kann das ganze Geld immer mehr horten und horten. Dadurch wird die Kapitalagglomeration immer größer und letzten Endes fehlt dieses Geld dann dem Kreislauf. Was hat denn das für Folgen? Naja, das tut er ja nun selten. Also diese Leute würden sich selten ihr Geld unter die Matratze legen oder unter das Kopfkissen, sondern die arbeiten mit dem Geld. Also was heißt arbeiten? Die legen das Geld an und lassen andere Leute dafür arbeiten, dass da die entsprechenden Profite entstehen. Oder sie spekulieren damit. Ja, also das heißt, es wird Land gekauft. Zum Beispiel im Moment ist es so, dass die meisten Spekulanten, die in dem Geldbereich nicht mehr die Sicherheit sehen und deswegen große Flächen von Land kaufen. Ich meine, sogar bei uns hier in unserer Gegend ist der Pachtpreis um das 3- bis 4-fache gestiegen in den letzten paar Jahren. Das heißt, die Bauern können dann eines Tages gar nicht mehr den Profit erwirtschaften auf den Landflächen, den sie eigentlich brauchen, um die zu kaufen oder zu pachten. Und dasselbe trifft natürlich auf die Lebensmittel zu. Alles, was man zum Leben braucht, sollte im Grunde genommen frei sein von Spekulation. Das ist das Land, das ist das Geld, das ist die Lebensmittel, die Energie, das Wasser. Es gibt so ein paar Dinge, die jeder Mensch zum Leben braucht. Und wenn die Spekulationsobjekte werden, dann bezahlt im Grunde immer die große Menge der Menschen dafür, dass einige wenige profitieren. Außerdem würde mich interessieren, ob diese Finanzjongleure nicht vielleicht sogar mächtiger sind als unsere Regierungen. Da muss man überlegen, die bewegen innerhalb von Minuten Geldbeträge, für deren Bewilligung bräuchte ein Parlament eine halbe Legislaturperiode. Und dabei verdienen sie auch noch Millionen. Kann man sagen, die sind wirklich mächtiger als Regierungen oder gar Notenbanken? Ja, das ist richtig. Also es ist ja so, das sind so 200 bis 300 Leute, die vor ihren Computern sitzen und Milliarden um die Welt bewegen, auf der Suche nach kleinen Spekulationsgewinnen in hauptsächlich, also 98% dieser monetären Transaktionen auf der Welt betreffen spekulative Finanztransaktionen. Mit 2% der gesamten internationalen Geldtransaktionen könnten wir alles bewegen, was wir zum Leben brauchen. Da fällt also die verschiedenen Lebensmittel, die wir aus anderen Ländern kriegen, die Rohstoffe, die wir kriegen, inklusive Tourismus, inklusive, also alles, was real ist, macht noch 2% der finanziellen Transaktionen aus auf dem Weltmarkt. Mit 98% ist nur da, um im Geldbereich zu spekulieren und da Gewinne zu machen. Und jetzt muss man sich vorstellen, in New York an der Börse werden die Gewinne noch verbucht an der 14. Stelle nach dem Komma. Was heißt das? Das heißt, dass man nur mit riesigen Summen überhaupt da einsteigen kann und spekulieren kann. Und dass jemand, der also kleine Beträge da zur Spekulation verwendet, immer das geschorene Schaf ist, ist auch völlig klar. Und diese Leute, das sind also so Leute wie Goldman Sachs, von denen jetzt neulich ein wunderbarer Film in Arte gelaufen ist, der zeigt, wie im Grunde genommen die Leute die Regierungen in der Hand haben, die im Grunde genommen auch die großen Firmen in der Hand haben. Also es ist tatsächlich so etwas entstanden wie, das nenne ich, eine Art von Finanzdiktatur von Leuten oder von Institutionen, die die Welt beherrschen und deren Ziel es ist, dass sich an dem heutigen Geldsystem ja nichts ändert. Und dafür gibt allein in Europa die sogenannte Finanzindustrie, wobei ich Industrie auch schon wieder als Verniedlichung empfinde, den Ausdruck Industrie, die geben 3 Millionen pro Tag in Brüssel aus, dass sich an dieser Sache nichts ändert. Und jetzt hat vor kurzem das Europäische Parlament an alle NGOs, also Nichtregierungsorganisationen, die sich mit dem Geldthema beschäftigen, einen Brief, einen Notbrief
Brief geschrieben, bitte helft uns, wir kommen gegen diese Argumentation überhaupt nicht mehr an. Was können wir sagen? Und seitdem gibt es jetzt seit kurzem eine kleine Gruppe, die heißt Finance Watch, also beobachtet das Finanzsystem. Und wenn diese Gruppe von Experten vielleicht 1 Million im Jahr bekommt, dann ist das viel. Ne? Also dann sieht man, wie der Kampf David Goliath aussieht. Und das müssen einfach mehr und es müssen einfach mehr und mehr Menschen begreifen, dass das der eigentliche Knackpunkt ist heutzutage, dass wir von der Finanzindustrie beherrscht werden, inklusive sämtlicher Betriebe und sowas, die alle noch mit realen Mitteln ihr Geld verdienen. Die sind auf derselben, wir sind alle auf derselben Seite und diese alte Trennung, die im Marxismus existiert hat, die ist im Grunde genommen überflüssig oder ist im Grunde genommen überholt. Ja. Und vor allen Dingen lenken Sie einerseits unser Schicksal, andererseits denken Sie nicht mehr so weit voraus wie unsere früheren Vorfahren, die ja auf viele Generationen im Voraus geplant. Und es gibt ein ganz gutes Beispiel. Es hat einmal ein gewisser Helmut Kreuz, ein Zinskritiker, den damaligen Präsidenten der Bundesbank, den Hans-Otto Pöhl, zur Zinsproblematik befragt und deren verheerende Auswirkungen auf Geldmenge, Schuldenentwicklung und eben auch auf die Umschichtung der Einkommen. Und daraufhin hat der Pöhl unumwunden zugeben müssen, dass er sich da noch gar nie Gedanken drüber gemacht hat. Und das musste er auch gar nicht, denn im Grunde musste er nie mehr als 5 bis 10 Jahre vorausdenken, denn das sind genau die Zeiträume, die den gängigen Legislatur- oder Karriere- oder auch Bilanzierungsintervallen entsprechen. Könnte man also im Grunde sagen, dass es Berufsblinde sind, die die Weichen für unsere Zukunft hier auf diesem Planeten stellen, oder? Genau, also die Politiker denken so in Wahlperioden, Zeiträumen. Ja? Also das ist viel zu kurz natürlich, um wirklich ökologische, langfristige Projekte zu machen, um die Umwelt zu retten und sowas alles. Die denken also in Wahlperioden und die Banker denken, also die Geschäftsleute denken oft in noch viel kürzeren Perioden. Und zwar hängt das mit dem Zins zusammen, mit dem exponentiellen Wachstum. Wenn man das mal anguckt, da gibt es eine sogenannte Kapitalwertmethode. Das heißt, da wird verglichen, was würde das Geld bringen als Zins, an Zinsen auf der Bank oder was bringt mir diese Investition? Und wenn die sich nicht, meistens läuft es darauf hinaus, dass wenn die sich nicht innerhalb von 5 Jahren oder weniger amortisiert, also zurückzahlt, dann wird sie erst gar nicht gemacht. Ja. Also da ergänzen sich sozusagen die Wahlperioden und diese Art von Geldsystem aufs Allerbeste. Also alles, was über 5 Jahre hinaus wirtschaftlich ist, kann im Grunde genommen nicht gemacht werden und wird auch politisch nicht als unbedingt das Allerwichtigste angesehen. Ja, und hinzu kommt eben auch, dass Geld alles andere ist als menschenfreundlich. Es ist zwar nützlich, aber es ist nicht menschenfreundlich und es schafft eben auch wirklich furchtbare Bedingungen. Zum Beispiel gibt es eine Studie der Europäischen Kommission und der zufolge vernichten wir hier allein in Europa jedes Jahr an die 90 Millionen Tonnen Lebensmittel, während jeden Tag rund 24.000 Menschen pro Tag verhungern. Das sind also ungefähr 17 tote Menschen jede Minute, davon alle 5 Sekunden ein Kind. Und das im Grunde nur, um die Lebensmittelpreise stabil zu halten, also im Sinne von hochzuhalten. Das ist doch der absolute Wahnsinn. Das ist ein Skandal. Also manchmal sage ich, wir leben in der Apokalypse, wir sind mittendrin in der Apokalypse. Und das Interessante ist, dass das Wort Apokalypse, wenn man es im Griechischen übersetzt, das heißt ja nicht, also wir denken da immer an Zerstörung der Welt. Es heißt eigentlich das Lüften des Vorhangs, des Schleiers, der über den Dingen liegt und wo das allzu lange geheim gehalten wird. Also wir haben ja jahrelang überhaupt nicht begriffen, wie wir die Entwicklungsländer ausbeuten, mit unseren, auch sogar mit unseren Krediten. Also die zahlen uns wahrscheinlich 14, also alles, was wir dorthin schicken an unterstützenden Geldern von Miserio und sowas, all diesen Sammlungen, die da passieren, das reicht mal gerade für 14 Tage Zinszahlung, die an uns richten. Also das heißt, wir leben auch auf Kosten der Entwicklungsländer in einem ganz unglaublichen Maß und wenig thematisierten Maße. Ja. Die derzeitige Entwicklung, sagen Sie, verdanken wir Spekulanten. Unter Spekulanten versteht der Durchschnittsbürger jemanden an der New Yorker Börse mit hochgekrempelten Ärmeln, weißes Hemd, Schlips, der hat ein Handy am Ohr, der schaut auf irgendeine große Tafel und macht mit seinen Fingern seltsame Zeichen in die Luft.
Ja. Was macht der da eigentlich wirklich konkret? Also diese Art von Spekulantentum ist wahrscheinlich jetzt, also real gesehen, weniger da als diese Leute, die hinter ihren Computern sitzen, und zwar von morgens bis nachts, und die sind mit 40 völlig ausgebrannt und müssen aufhören. Dann können sie auch meistens aufhören, weil sie dabei viel Geld verdienen. Die also auf den Weltmärkten, die verfolgen, wie die Währungen an Wert zunehmen oder abnehmen. Und wie gesagt, wenn da an der 14. Stelle nach dem Komma noch ein Gewinn zu erzielen ist, dann schicken die da die Milliarden darüber. Und das ist etwas, das Problem ist halt einfach, dass letzten Endes wir alle mit drin hängen, weil auch unsere Lebensversicherung, also diese großen Lebensversicherungen, die es in Deutschland gibt, oder auch andere Versicherungen, die sind natürlich alle Teil dieses Systems. Es kann dann niemand einfach so aussteigen. Das heißt, wenn wir nicht begreifen, dass wir ein anderes System brauchen und wirklich auf die Straße gehen und das verlangen, dann wird sich da nicht viel ändern, weil die Akteure selber haben zum großen Teil gar nicht die Macht, und außerdem ist selbst also die Rentenzahlung für das alte Mütterchen, die hängt auch mit von diesen Zinszahlungen und diesem ganzen Spekulantentum mit ab. Und wir würden tatsächlich uns völlig umgucken, wenn wir eines Tages sagen würden, das möchten wir jetzt absolut verhindern. Also es würde sich im Grunde genommen alles umstellen, wenn wir endlich versuchen würden, ein stabiles, zinsfreies Geldsystem einzuführen, und vor allen Dingen, was ich dann auch sage, Währungen für andere Zwecke. Aber da sind wir wohl noch nicht an dem Punkt. Ja, Das ja. würde ich gerne auch noch erklären, wie das aussehen kann. Da kommen wir dann drauf, wenn wir gleich drauf, wenn wir uns überlegen, wie es besser werden könnte. Es ist ja so, das sind ja im Grunde keine Vollidioten. Das heißt, die wissen, dass exponentielles Wachstum in einem endlichen Ökosystem über kurz oder lang in den Abgrund führen wird. Das heißt, die opfern unseren Planeten gleichzeitig. Durchsucht Curiosity die Marsoberfläche nach Wasseranzeichen, weil man dort vielleicht Besiedlungsprojekte plant, während bei uns die Erde kaputt gemacht wird. Jetzt stellt sich die Frage, könnten vielleicht auch die Verantwortlichen für diese Katastrophe gar nicht anders? Sind die vielleicht selber in diesem System, das sie ja selber geschaffen haben, dennoch gefangen und verstrickt, sodass sie da im Grunde auch gar nicht rauskommen, nicht mal wenn sie wollen? Wenn man sich das anguckt, dann gibt es so eine etwas unheilige Allianz zwischen den Banken und den Politikern. Die Politiker sind davon abhängig, dass die Banken ihnen das Geld leihen, und die Banken sind davon abhängig, dass die Politiker sie beschützen, wenn sie in solche Krisensituationen kommen. Also der Herr Eichel hat mal gesagt, öffentlich, die Bundesrepublik wird von 52 Gläubigerbanken finanziert. Wie lange die das noch mitmachen, weiß ich nicht. Und das sagt unser Finanzminister. Und jeder Finanzminister seit der Gründung der Bundesrepublik hat probiert, die Staatsschulden zu reduzieren. Und keinem ist es bisher gelungen. Im Gegenteil, es ist also ständig hochgegangen, und zwar auch exponentiell. Was ich immer sage, um den Menschen auch verständlich zu machen, dass es nicht die bösen Politiker sind oder die bösen Banker. Also ich zeige jetzt nicht mit dem Finger auf bestimmte Leute, sondern ich möchte, dass die Menschen verstehen, es liegt am System. Wie kann Frau Merkel, wenn Frau Merkel das jetzt begreifen würde und sagt, das mit dem Zins ist wirklich eine der schlimmsten Sachen, die wir uns eingebrockt haben, und sagt, morgen, wir machen jetzt hier ein Geldsystem ohne Zinsen, und kein Mensch versteht das. Also die Leute, also die Deutschen, die das betrifft, die haben überhaupt keine Ahnung, warum das eine sinnvolle Entscheidung ist, kann Frau Merkel auch nichts machen. Und das geht allen Politikern so. Das heißt, es wird sich nur machen lassen, wenn genügend Menschen verstehen, um was es geht, und wissen, wenn genügend Menschen wissen, es gibt Alternativen. Und deswegen finde ich eben jede Regionalwährung oder jede kleine Alternative, die irgendwo wirklich funktioniert, ist ein unglaublich wertvolles Beispiel, um zu zeigen, jawohl, es geht auch anders. Ja, das ist richtig. Und ich stimme Ihnen da auch voll zu, wenn wir diese ganzen 10%, die uns das hier einbrocken, nehmen und auf den Mond schießen würden, dann wäre es nur eine Frage der Zeit, bis die wieder nachwachsen, weil eben die Wurzel noch drinsteckt. Wie bei einer Quecke, die kann man ausreißen, so oft man will. Wenn da nur eine Wurzel noch drin ist, dann wachsen die immer wieder nach.
Sie haben hundertprozentig recht und deswegen finde ich, wir sollen nicht die Leute angreifen. Und auch wenn sie Goldman Sachs heißen und da der Chef von Goldman Sachs sagt, wir vollbringen Gottes Werk, also es ist natürlich eine Hybris ohne Gleichen, was da abgeht. Aber ich finde trotzdem, es geht nicht darum, genau, wenn Sie sagen, wenn wir alle diese Leute, die das heute zu verantworten haben, dass es so läuft, wenn die alle auf eine Insel schicken können und unschädlich machen können und sagen, so jetzt bleibt ihr da und wir machen unsere Sache alleine und wir ändern das System nicht, dann haben wir in 20, 30 Jahren wieder dieselbe Problematik. Und deswegen interessiert es mich nicht, eigentlich nicht, wer jetzt schuldig ist. Also schuldig in dem Sinne gibt es. Es ist im Grunde genommen die Ignoranz, die weitgehende Ignoranz der Menschen, die immer noch glauben, das ist das Geldsystem, was wir haben und da lässt sich nichts dran ändern. Und Gott sei Dank, also eins muss ich ja sagen, seit 2008, die Anzahl der Ökonomen, die ihr Werk kritisieren, die den Neoliberalismus kritisieren, die das, was sie seit 20 Jahren uns gepredigt haben, jetzt unmöglich finden, die wächst am laufenden Band. Also da gibt es jetzt hunderte von Professoren, die sich zusammengeschlossen haben und gesagt, so kann es nicht weitergehen. Es gibt also sogar selbst im Internationalen Währungsfonds gibt es Leute, die völlig andere Lösungen vorschlagen und so weiter und so fort. Und die Anzahl der Bücher und Artikel und Interviews zu dem Thema ist natürlich endlos gewachsen. Also ich sehe einfach, und das macht mich natürlich relativ froh und gibt mir immer ein bisschen Hoffnung wieder, dass doch diese, dass doch unser Verstand da irgendwo funktioniert und jetzt auch die Probleme, die die Realität aufzeigt, jetzt auch langsam ernst genommen werden. Und ich denke, nur mit dieser Krise sind wir überhaupt in der Lage, irgendeine wirkliche Veränderung zu machen, die man so dass man tatsächlich zu einem stabilen System vielleicht eines Tages kommen kann. Ja, ja. Also dann können wir festhalten, es ist keine alleine schuld, aber alle sind irgendwie strukturell mitverantwortlich. Die einen, weil sie es opportunistisch unterstützen, die anderen, weil sie einfach zu faul sind, sich kundig zu machen. So ist es. Leider, das ist leider so, dass Denken tut ja manchmal ein bisschen weh. Also Denken ist anstrengend und vor allen Dingen auch mal ein Buch zu Ende lesen oder sowas. Ich meine, ein Grund, warum ich dieses 70-Seiten-Buch geschrieben habe, nochmal jetzt im letzten Jahr, ist, dass ich wollte einfach etwas schaffen, wo die Leute dann keine Ausrede mehr haben, dass sie nicht wussten, wie es denn anders geht, ja. Und da sind also so viele gute Beispiele drin und die Analyse so kurz gefasst, dass das also wirklich auch jeder lesen kann in 2-3 Stunden. As the crow flies, it's not a long way, but you've not been that way before. And in my eyes, I think you should stay, and you will find the key to the door. If you could walk in time with me, then you might see what I see. Take it from me, I've spent so many years going the wrong way, down a one-way road. As a young man, you can only see sunshine coming through the rain, but an old man knows that he will be looking back through tears once again. If you could walk in time with me, then you might see what I see. Take it from me, I've spent so many years going the wrong way, down a one-way road.
that it's never the same. Seasons will change, it's true. Dann komme ich jetzt mal zum Bruttoinlandsprodukt. Denn das ist ja die heilige Kuh der Volksökonomen. Und da wollte ich mal darauf hinweisen, dass in dieses Bruttoinlandsprodukt, nennen wir es mal BIP, alle Umsätze eingehen. Also nicht nur die verkauften Möbel eines Möbelhauses, sondern eben auch jede Katastrophe, jeder Zinsgewinn, jeder Krieg, jeder Versicherungsfall und Unfall, der Energieverbrauch, im Grunde jede zu asphaltierte Wiese, ganz abgesehen von den Rüstungsausgaben. Und das ist im Grunde ein großes Problem, denn kein Fabrikant wäre so blöde, dass er immer nur im Plus rechnet, aber so Sachen wie Lagerkosten, Ressourcenverbrauch, Versicherungen, vielleicht Reparaturen oder so, die wird er natürlich auch mit reinnehmen in seine Rechnung. Das tun aber die Volkswirtschaftler nicht, denn denen geht es ausschließlich um die, sagen wir mal, möglichst kurzfristige Steigerung des Bruttoinlandsproduktes. Und das Ganze läuft im Grunde nach dem Prinzip après moi la déluge, nach mir die Sintflut. Und ich würde das gerne an einem Beispiel mal verdeutlichen, dass diese Absurdität mal ein bisschen herausarbeitet, nämlich das Zugunglück von Eschede. Das war im Juni 1998, da ist der ICE Wilhelm Konrad Röntgen auf der Fahrt von Eschede Richtung Hamburg, von Hannover Richtung Hamburg, verunglückt. Ein Rad ist gebrochen und der ganze Zug ist entgleist und hat sich dann wie eine Ziehharmonika zusammengeschoben, ist dabei unter eine Autobahnbrücke gerutscht, hat da noch die Pfeiler umgerissen, dadurch ist die Autobahnbrücke dann noch auf den Zug draufgefallen. Kurzum, es gab 100 Tote, es gab 99 Verletzte, davon 43 Schwerverletzte. Und was im Grunde jeden die Hände vor Schreck zusammenschlagen lässt, hat aber die Herzen der Volkswirtschaftler hier höher schlagen lassen. Denn es mussten Tausende von Sachverständigen aus aller Welt für Sonderuntersuchungen herangebeten werden. Das hat 10 Millionen D-Mark damals gekostet. Das waren noch D-Mark-Zeiten. Die Räder mussten ausgetauscht werden, 30 Millionen D-Mark. Der Schaden an dem Zug und der Strecke, der betrug 55 Millionen D-Mark. Die psychosoziale Betreuung der traumatisierten Unglücksopfer, die schlug mit etwa 5 Millionen D-Mark zu Buche damals. Dann gab es noch Schadensersatzleistungen für Angehörige, also für Reha-Maßnahmen. Das waren 145 Millionen D-Mark. Die Kosten für die Autobahnbrücke, die habe ich jetzt nicht mehr ermitteln können, aber das waren sicher auch viele Millionen. Man kann also sagen, dass das Bruttoinlandsprodukt von Deutschland dadurch um mehr als 220 Millionen D-Mark gesteigert worden sind. Ja. Ja, und das ist eigentlich ein Unding, wenn man so denken muss, aber so müssen die offenbar denken. Ja, also weil wir einfach kein anderes Maß im Moment haben. Also es gibt kein anerkanntes Maß. Es gibt verschiedene Versuche, andere Maßstäbe einzuführen, darunter also das Glück der Leute zu messen und so weiter und so fort. Und bei der Gelegenheit hat man übrigens herausgefunden, was ich auch interessant finde, ist, dass ab einer gewissen Grenze, also wenn Leute, sagen wir mal, das Lebensnotwendige haben, bringt eine weitere Steigerung mit des Einkommens überhaupt keinen zusätzlichen Gewinn mehr an Glück und Lebensqualität, sondern das wird dann einfach, das ist dann einfach da, aber es wird nicht als Glück registriert. Das heißt, wir haben im Moment
tatsächlich keinen gesunden Maßstab, um wirkliche Entwicklung, wirklichen Fortschritt in Bezug auf Lebensqualität zu messen. Im Gegenteil, Sie haben völlig recht, es wird da alles mit reingerechnet und jeder Unfall zählt also mit ins Bruttosozialprodukt. Das ist sicherlich eine ganz, ganz wichtige, ein ganz wichtiger Kritikpunkt in der Ökonomie. Und dann gibt es natürlich auch noch diese Auseinanderklaffen von Arm und Reich, was ständig größer wird über diesen, das wird gemessen mit diesem Gini-Koeffizient. Mit anderen Worten, wir bekommen doch langsam auch andere Maßstäbe, aber die sind einfach noch nicht die, die ständig verwendet werden und mit denen man tatsächlich umgehen kann. Das ist ein Riesenproblem. Aber das Problem, finde ich, ist, dass das wird zum großen Teil auch diskutiert, was überhaupt nicht auf den Teppich, also überhaupt nicht öffentlich wird, ist, dass die Zinsthematik tatsächlich eigentlich noch viel gravierender ist. Denn wenn Sie sich überlegen, nach den Sozialausgaben ist die Rückzahlung der Zinsen der zweitgrößte Posten in unserem Bundeshaushalt. Jetzt stellen Sie sich mal vor, wir können den Zins durch einen anderen Umlaufmechanismus ersetzen. Das ist ja eigentlich was ich seit 30 Jahren vorschlage und was es übrigens im Laufe der Geschichte auch zweimal mit guten Erfolgen gegeben hat, dass es ein Geldsystem gibt, wo das Geld eben Durchhaltekosten verursacht oder Kosten verursacht, wenn man es in der Tasche behält. Das wäre im Grunde genommen noch ein unglaublich großer Fortschritt in Bezug auf, was wir an Steuern sparen würden, was wir dann an volkswirtschaftlichem Reichtum tatsächlich endlich kreieren könnten. Und wir könnten uns endlich auf die Qualitätsverbesserung des Lebens konzentrieren und nicht diese Quantitäten immer im Auge behalten. Ja, ja. Was ich ganz interessant finde, es gibt Untersuchungen, denen zufolge auch die Reichen in Ländern mit starkem Sozialgefälle bei Weitem schlechtere Lebensqualität haben als in möglichst egalitären Staaten. Zum Beispiel haben die ebenfalls eine höhere Kindersterblichkeit, eine kürzere Lebenserwartung. Sie sind ghettoisiert, weil sie im Grunde genommen ihre Mauern gar nicht mehr verlassen können. Alles voller Stacheldraht und alles voller Gitter und Wachleute, die dort Patrouille laufen müssen mit Hunden. Das heißt, die haben da im Grunde auch einen Verlust an Lebensqualität hinzunehmen. Wenn man da hingegen egalitäre Staaten wie zum Beispiel Norwegen, überhaupt Skandinavien als Beispiel nimmt, da ist die Lebensqualität auch der Reichen deutlich höher, nachweislich höher. Ja, das fand ich ganz interessant. So, ja, hier noch eine Frage, bevor wir zum nächsten Teil, zur nächsten Runde kommen. Und zwar heißt es letztlich immer, dass es Kriege seien, die größten Gewinne bringen. Und das verstehe ich ehrlich gesagt nicht, warum das ist. Immer wenn eine Nation pleite ist, dann glaubt sie, sie müsste Krieg führen, um sich wieder wirtschaftlich zu sanieren. Dabei kosten die doch wahnsinnig viel Geld. Naja, also es ist so, dass bei Kriegen einige wenige riesig viel reicher werden. Also das sind diejenigen, die die Waffen herstellen, das sind diejenigen, die die Ressourcen beschaffen. Aber insgesamt wird natürlich so ein Volk nicht reicher dadurch. Ich meine, wir sind reich geworden in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg. Ich meine, ich habe das ja noch miterlebt. Ich bin 1939 geboren, also gerade in den Zweiten Weltkrieg hinein. Und ich habe den Wiederaufbau noch wirklich miterlebt. Wir waren unglaublich arm. Also mein Vater hat angefangen mit Reparaturen im Keller meines Großvaters. Das Haus war zuständig stehen geblieben und sowas alles. Also das erinnere ich sehr gut. Das heißt, reich, aber das Lustige will ich nicht sagen, aber das Interessante für mich war, dass ich dann später einmal nach England gekommen bin und habe da mir Industriebetriebe angucken dürfen. Und da habe ich eben gesehen, was passiert, wenn da kein Krieg ist. Die waren alle völlig überall veraltet, ja. Also die hatten ihre alten Industriebetriebe benutzt und die waren zum großen Teil nicht zerstört worden. Im Gegensatz zu dem, was wir hier hatten, weil letztlich alles kaputt war, mussten wir wieder aufbauen und haben das natürlich dann in einer ganz anderen Qualität mehr angepasst den neuen Technologien machen können. Und dadurch ist Deutschland eben tatsächlich im gewissen Sinne
Sinne, wenn man so will, auch reicher geworden. Aber das kann man sonst nicht sagen. Die Staaten werden nicht reicher dadurch, dass sie Kriege führen. Es sei denn, sie führen Kriege und erobern irgendwo ein Land und beuten dann das Land aus und oder verleiben sich das ein oder sowas. Das war ja früher die Art und Weise, wie warum Kriege geführt wurden und so weiter. Das ist übrigens, warum das Geld erfunden wurde, sagte Paul C. Martin sehr richtig, ist wahrscheinlich, um Reiche zu verteidigen, um Soldaten bezahlen zu können. Nicht als Tauschmittel, was die Ökonomen immer sagen. Das kann man ja viel einfacher machen als Austauschen von Waren. Ja, das sehe ich genauso. Naja gut, dann wissen wir immerhin schon mal jetzt, warum es nicht funktioniert so. Aber jetzt müssen wir uns auch die Frage stellen, wie für uns Menschen denn ja eine artgerechte Haltung aussehen könnte. Ich meine, die entscheidende Frage, die lautet ja eigentlich gar nicht, ob wir so weiterleben können wie bisher, denn das können wir definitiv nicht. Die Frage, die sollte eher lauten, ja, ob wir mit unserer Luxusjacht stilvoll untergehen wollen in den Fluten eines völlig bescheuerten Systems oder ob wir umsteigen, beispielsweise auf ein Segelschiff, das kein Benzin verbraucht, und einen völlig neuen Kurs einschlagen. Aber jetzt die Frage, wie könnte dieser Kurs aussehen? Ja, ich glaube, dass, um aus der gegenwärtigen Situation rauszukommen, ein ganzes Maßnahmenbündel notwendig ist. Also es ist nicht nur die Veränderung des Geldsystems, sodass wir endlich ohne Zinsen miteinander austauschen können und soziale, ökologische, kulturelle Projekte finanzieren können, sondern es geht auch darum, dass die bestehenden Schulden irgendwie abgebaut werden. Also zum Beispiel ein vorbildliches Beispiel war ja der Lastenausgleich nach dem Zweiten Weltkrieg, als ganz viele Menschen aus dem Osten in den Westen gekommen waren und nichts mehr hatten und im Westen die Leute halt auf ihre Häuser hatten und Gärten und auch zum großen Teil ihre Geschäfte und Fabriken noch. Und da wurde dann denen, die mehr hatten, etwas weggenommen und denen gegeben, die also nichts mehr hatten. Und dieser Lastenausgleich, der müsste im Grunde heute auch wieder stattfinden. Wir brauchen so etwas wie eine Umverteilung und dann eben das Ende, endlich das Ende. Wir brauchen eine Umverteilung des Reichtums und dann brauchen wir das Ende der weiteren Umverteilung des Reichtums. Und das könnten wir schaffen, indem wir einfach ein Geldsystem einführen, was eben ohne Zinsen funktioniert. Aber lassen Sie mich noch mal eine Sache sagen, die die meisten nicht begreifen, ist, dass praktisch jedes Vermögen, jeder Euro Vermögen ist abgesichert auf eine Schuld. Das heißt, Schulden und Vermögen sind immer absolut spiegelbildlich in jeder Volkswirtschaft. Und das ganze Problem ist nur, wo wachsen die Schulden und wo wachsen die Vermögen. Und wenn man sich diese Zahlen anguckt, dann sieht man eben, dass es bei uns tatsächlich in dem privaten Bereich riesige Vermögenszusammenballungen gibt, besonders bei den letzten 1% der Bevölkerung, und dass es im unteren Bereich eben da fast nur Schulden gibt und überhaupt keine Vermögen, und dass letztlich der Staat zu denen gehört, zu den Bereichen, wo die Schulden wachsen. Die sind also in den letzten Jahren immens gewachsen. Und auch wenn wir diese Staatsschulden abbauen könnten, dann heißt es noch nicht, dass die Schulden insgesamt weniger, also sozusagen damit saniert werden. Der Herr Schäuble sagt ja immer, wir müssen die Staatsschulden reduzieren. Aber was er nicht dazu sagt, ja, da müssen wir auch die Vermögen reduzieren. Und das ist das eigentlich Schwierige. Und das ist im Grunde genommen im Lauf der Geschichte immer nur dort passiert, wo tatsächlich Politiker waren oder Herrscher waren, die das begriffen haben, dass eine Schuldenreduktion notwendig ist. Das heißt aber auch, dass eine Vermögensreduktion notwendig ist. Und dagegen haben sich natürlich die Reichen zu allen Zeiten gewehrt und alle Leute, die regiert haben, haben versucht, diesen Moment der Wahrheit, wo eben dann das Geld umverteilt werden muss oder die Schulden gestrichen werden müssen, das so lange, wie es überhaupt nur ging, hinauszuzögern. Und das ist, was Frau Merkel im Moment auch macht. Sie versucht, den Moment der Wahrheit hinauszuzögern und damit wird es natürlich von Minute zu Minute, von Tag zu Tag schlimmer. We'll be right back.
habe auch schon Leuten Geld geliehen und irgendwann war klar, das werde ich nie zurückkriegen. Und dann habe ich halt gesagt, na gut, dann schreibe ich es ab, vergessen was. Warum kann man das nicht mit unseren Staatsschulden machen oder auch bei den griechischen Staatsschulden, dass man einfach sagt, gut, streichen wir sie einfach durch die Schulden, vergessen wir den ganzen Plötzchen wie einen unnötigen Streit, geben wir uns die an, fangen wir nochmal von vorne an. Ja, das ist eine gute Möglichkeit. Ich würde die kombinieren. Ich glaube, es gibt keine einzige Lösung für alle Probleme. Also es gibt tatsächlich, deswegen habe ich gleich gesagt, ein Bündel von Lösungen. Und ich glaube, diese Art von Lastenausgleich ähnlicher Maßnahme wäre ein Teil der Lösung. Und ein anderer Teil wäre, um eben, dass es nicht wieder passiert, dass wir jetzt langsam tatsächlich in ein Fahrwasser kommen, wo es gerechter zugeht, wäre, dass wir eben andere Geldsysteme einführen. Und lassen Sie mich erstmal, das ist vielleicht das Allereinfachste, ein ganz einfaches Geldsystem erklären, was jeder sofort versteht. Das sind Zeitbanken. Also da wird praktisch Zeit zur Währung. Und das hat das älteste Beispiel dieser Art, was auf nationaler Ebene funktioniert, ist in Japan das sogenannte Furei-Kippo-System. Das sind also Pflegetickets. Furei-Kippo heißt Pflegeticket. Also Tickets, die alte Menschen bekommen, um sich bei jüngeren Menschen eine stundenweise Dienstleistung zu bezahlen damit. Die jungen Leute, die gehen mit denen spazieren, die kaufen für sie ein, die lesen ihnen vor, also alles Dinge, die jetzt nicht unbedingt eine Ausbildung erforderlich machen, aber für den alten Menschen eine bessere Lebensqualität bringen und so weiter. Das wird auf ein Stundenkonto geschrieben und dieses Stundenkonto können dann die jüngeren Menschen, das müssen ja nicht ganz junge, das können ja auch 40- und 50-Jährige sein, die noch rüstig sind, die können das dann zu einem anderen Zeitpunkt abrufen, für sich selber, wenn sie mal krank werden, oder an Eltern in einem anderen Landesteil schicken oder Freunden schenken. Also, und das Interessante ist, dass wenn die Japaner eine Wahl haben zwischen den professionellen Dienstleistern und den Furei-Kippo-Leuten, dass die immer die Furei-Kippo-Leute nehmen, weil die einfach anders motiviert sind in ihren Hilfsaktionen. Das ist eine schöne Idee. Das ist wirklich eine schöne Idee. Nun, das ist auch etwas, was jetzt also es funktioniert schon in Vorarlberg in Österreich. Es soll gerade in der Schweiz eingeführt werden, in St. Gallen. Da wird wahrscheinlich sogar eine Stiftung entstehen, die Geld bekommt, damit eine Sicherheit besteht für die Leute, die heute helfen, dass denn, wenn sie eines Tages die Hilfe brauchen, dass die auch dann zur Verfügung steht und bezahlt werden kann zur Not, falls das System irgendwo plötzlich nicht mehr genügend attraktiv ist, um Leute da mitmachen. Also da gibt es so ein und da gibt es ein sehr gutes Buch von Lothar Späth und einem Herrn, noch einem anderen Co-Autoren, sinngemäß der Titel so, die Alten sind nicht das Problem, die Alten sind die Lösung, wo genau dieses Thema auch, wo auch genau dieser Vorschlag erarbeitet wird. Also ich bin der Überzeugung, dass das die einfachste und schnellste Lösung ist, um bestimmte Dienstleistungen wieder möglich zu machen. Und vor allen Dingen das Gute ist, nur eine Stunde ist völlig inflationsfrei. Das ist eine Stunde heute, morgen und in 20 Jahren auch noch. Deswegen braucht man da also nicht unbedingt eine Umlaufsicherung einzuführen, sondern man hat die Stunden auf dem Konto und die sind eben tatsächlich in 20 Jahren genau dasselbe wert wie heute. Also das mit dem, diese Stundenwährungen, die sind auch überall in der Welt. Im Grunde genommen gibt es tausende solcher Systeme. Das Entscheidende ist, dass es da eben irgendwo eine Zentrale geben muss, wo diese Stunden verbucht werden und wo man die abrufen kann oder eben auch eintragen kann. Das ist ganz wichtig dabei. Ja. Und dann, also neben diesen Zeitbanken gibt es dann andere Systeme, das zweiteinfachste, was ich dann meistens, von dem ich erzähle, ist das Schweizer Wir-System. Das existiert eben auch schon seit 1934.
Und da ging es den kleinen und mittleren Unternehmen ganz ähnlich wie in Deutschland heute. Die kriegten einfach keine Kredite von den Banken. Das war ja die Zeit kurz nachdem Hitler an die Macht gekommen war und also wo also diese ganzen wirtschaftlichen Probleme noch sehr, sehr virulent waren. Und da haben diese, da haben sich ein paar Geschäftsleute zusammengeschlossen und haben gesagt, so, wenn wir von den Banken keine Kredite geben, dann geben wir uns das eben gegenseitig. Und dann haben sie eine Bank gegründet, wo sie praktisch ihre Leistungen gegenseitig verrechnet haben, so fast wie über Girokonten. Das heißt, der eine hat dem anderen irgendwelche Materialien, Baumaterialien geliefert und hat dafür einen Plus auf sein Konto bekommen und mit dem konnte, kann er dann wieder einkaufen, weiß ich, Autos oder Schreinerarbeiten oder sowas in dem System. Und da sind heute immerhin 60.000 Mitglieder, also fast 20% der kleinen und mittleren Unternehmen in der Schweiz gehören dazu und etwa 15 regionale Gruppen, wo sich die Leute eben kennen und wissen, was der Einzelne anzubieten hat. Es gibt eine Zentrale in Basel, die diese Verrechnungen macht und die auch Kredite gibt ohne Zinsen. Das heißt, sie kriegen auf ihre Guthaben keine Zinsen und deswegen kann die Bank eben auch ohne Zinsen Kredite geben. Mit anderen Worten, man versucht natürlich, die Guthaben nicht so groß werden zu lassen, weil man da keine Zinsen drauf bekommt. Aber man ist eben gerüstet, auch in Zeiten, wenn es mal nicht so gut geht, dass man zinsfreie Kredite da bekommen kann. Und das Interessante ist, dass das ja eigentlich genau das Gegenteil von dem ist, was die heutigen Banken machen. Also dieses System wirkt antizyklisch. Was heißt das? Die heutigen Banken, wenn es der Wirtschaft gut geht, kriegen sie jeden Kredit. Wenn es der Wirtschaft schlecht geht, dann sind die eher zögerlich. Mit anderen Worten, die normalen Banken, die machen den Auf- und Abschwung noch stärker, als er ohnehin schon wäre. Während diese Wir-Bank, die läuft genau umgekehrt. Wenn es der Wirtschaft gut geht und die Leute können ihre Waren loswerden, dann wird der Umsatz in Wir geringer. Wenn es der Wirtschaft schlecht geht und die haben Probleme, dann steigt der Umsatz in Wir an. Und das kann man jetzt über diese 75 Jahre, die diese Bank existiert, sehr gut nachvollziehen. Die haben einen Umsatz von etwa 2 Milliarden Schweizer Franken im Jahr. Also der Wir ist gleich ein Schweizer Franken. Und so haben sich praktisch die kleinen und mittleren Unternehmen geholfen, aus dieser Klemme rauszukommen. Und eigentlich sollte jede Regierung so etwas unterstützen, denn das ist genau das, was heute die Regierungen machen, dass sie kleine und mittlere Unternehmen unterstützen durch bestimmte Maßnahmen und versuchen genau antizyklisch, also die Regierung versucht immer antizyklisch zu agieren. Wenn es der Wirtschaft gut geht, dann werden natürlich nicht Maßnahmen ergriffen, um die noch weiter aufzuheizen. Aber wenn es der Wirtschaft schlecht geht, dann werden eben Aufträge vergeben und so weiter, damit die Wirtschaft wieder in Schwung kommt. Mit anderen Worten, eigentlich müsste jeder Politiker sehen, dass solch ein System außerordentlich hilfreich ist. Die Schweizer Banken haben es zugelassen, dass diese Wir-Bank auf derselben Ebene rechtlich gesehen ist wie andere Schweizer Banken. Und in Deutschland kann man, seit es hier auch eine Richtlinie gibt für bargeldlose Zahlungssysteme. Das ist ja im Grunde ein bargeldloses Zahlungssystem. Also früher haben die Schecks geschrieben und jetzt läuft das eben alles über Kreditkarten. Es gibt da eine Kreditkarte mit Schweizer Franken und Wir drauf, womit man überall bezahlen kann. Und was ich sagen wollte, ist, in Deutschland ist es möglich, seit ungefähr 2003 oder 2004, dass wir auch so ein System gründen könnten, weil solange es ein bargeldloses Zahlungssystem ist, innerhalb eines, was nicht in den Euro eingreift, lässt sich das auch bei uns jetzt rechtlich durchziehen. Und es gibt jetzt auch mehrere Gruppen, die versuchen, sowas auf die Beine zu stellen. So, das wäre so das zweite Modell. Wobei mich auch noch interessieren würde, warum ausgerechnet unsere Banken das Geld schöpfen müssen. Das könnte doch eigentlich auch der Staat selber machen, um es sich nicht jedes Mal leihen zu müssen. Nochmal, und warum unsere Banken? Also, es ist ja so, wenn unser Staat Geld benötigt, dann geht er zur Bank
und bitte die, ihnen das Geld zu leihen. Und die Bank, die druckt das Geld selber, die erschöpft es ja dann von dem Geldschöpfung genannt und gibt es dem Staat. Wieso muss der immer zur Bank gehen? Wieso kann nicht der Staat die Geldschöpfung selbst in die Hand nehmen? Also eine monetative quasi als fünfte Gewalt gründen, wenn man jetzt mal die Presse als vierte Gewalt sieht und dann das Geld von mir aus den Banken leihen, also genau umgekehrt. Das ist eine, das wäre eine solche Maßnahme, also ich sprach ja von so Maßnahmenbündel, eine Maßnahme, die außerordentlich sinnvoll wäre, dass der Staat aufhört, sich das Geld bei den Banken zu leihen und dafür Zinsen zu zahlen. Das ist natürlich heute sozusagen der beliebteste Kredit, weil bisher zumindest die Staaten die sichersten Schuldner waren und dann die letzten Endes auch die geringsten Zinsen gezahlt haben im Vergleich zu anderen. Und wir haben aber jetzt gesehen, dass das im Grunde genommen auch ausgehebelt wird, dieses Grundprinzip, dass die Staaten billiges Geld kriegen. Das sieht man an Griechenland und Spanien, die nur noch Kredite für 7 und 8% und manchmal mehr noch bekommen und damit eigentlich überhaupt ihre Schulden nicht mehr abtragen können und oder überhaupt bezahlen können. Ja, also da haben Sie völlig recht. Also eine Möglichkeit wäre, dass der Staat, das finde ich sehr schön, dass Sie sagen, die fünfte Gewalt im Staat, wenn man als vierte Gewalt die Presse betrachtet, dann wäre praktisch die monetative wie die exekutive, legislative und judikative und die Presse ein Instrument, das Geld zu schaffen und eben mit der Verpflichtung zuzusehen, dass der Geldwert stabil erhalten wird. Und das lässt sich eben auch machen. Und die Frage ist jetzt, schaffen wir das gegen die Banken? Das ist natürlich für die Banken ein schlechtes Geschäft, weil die dann nicht mehr daran gewinnen, dass sie praktisch das Geld schöpfen dürfen. Aber letzten Endes ist das ja ein Rechtstitel, eine rechtliche Angelegenheit. Wir müssen einfach nur andere Gesetze schaffen, die es dem Staat ermöglichen, da tatsächlich die entsprechenden Gelder das entsprechende Geld sich zinsfrei zu leihen, was nicht heißt, dass der Staat das nicht zurückzahlen müsste, aber er könnte es sich leihen und damit Zinsen sparen. Und das muss man ja, man muss dazu sagen, dass es das gegeben hat, von 1936 bis 1973 hat es in Frankreich genau dieses Gesetz gegeben. Und wenn dieses Gesetz nicht geändert worden wäre, dann hätte der französische Staat heute, also wenn die auf ihre Kredit keine Zinsen zu zahlen hätten, dann hätte der Staat heute nicht über 100% Schulden im Vergleich zum Bruttosozialprodukt, also wenn man das in Beziehung setzt, sondern noch 8% oder weniger Schulden. Das heißt, dem Staat ginge es damit endlos viel besser und dummerweise ist eben dieses Gesetz, was dann verboten hat, dass der Staat weiterhin sich das Geld bei der Zentralbank leiht, zinsfrei, das ist dann auch in die Lissabon-Verfassung mit aufgenommen worden. Und dafür kämpfen natürlich die Banken, dass das erhalten bleibt, weil das letzten Endes eine ihrer Gewinnquellen ist, dass sie dem Staat das Geld leihen und da praktisch als Vermittler auftreten. Ja, also das ist völlig richtig. Da haben Sie absolut recht, die Monetative. Das wäre eine solche Maßnahme, um zu einem stabilen, gerechten und letzten Endes auf Dauer gut funktionierenden Staatswesen zu kommen. Sie wollten ja noch einen dritten Schritt aufzeigen. Ja, ich wollte noch eine dritte. Also jetzt wird es ein kleines bisschen schwieriger und da muss ich jetzt einfach darum bitten, dass diejenigen, die das hören, also gewarnt sind, wie man ein Geld ohne Zinsen schaffen kann. Und dass die dritte Möglichkeit wäre eben, dass man statt Zinsen zu zahlen, also eine Belohnung dafür, dass der Sparer sein Geld zur Bank bringt oder jemand investiert, dass man eine Gebühr bezahlt, wenn man das nicht tut. Und das vergleiche ich dann manchmal mit das Geld mit einem Eisenbahnwaggon. Man würde ja auch nicht jemanden eine Belohnung geben, damit er den Eisenbahnwaggon entlädt, damit andere ihn wieder benutzen können. Das Geld ist ja
ja letztlich auch dazu da, um Waren zu transportieren und auszutauschen wie ein Eisenbahnwaggon, sondern der zahlt eine kleine Standgebühr, wenn er das nicht tut. Das heißt, wenn jemand anders den Waggon nicht benutzen kann, fällt eine kleine Gebühr an. Und man schafft eben so viele Waggons, wie nötig sind, um alle Waren zu transportieren oder Geld, so viel Geld, um alle Waren auszutauschen. Und wenn eines Tages genügend Waggons da sind und die nicht mehr gebraucht werden, tut man die auf den Abstellgleis. Das wäre sozusagen bei uns die Bank. Und wenn die Bank, die wäre unter demselben, Moment, das wäre die Zentralbank, die letzten Endes, die Bank wäre sozusagen die, wären die Leute bei der Eisenbahn, die diese Eisenbahnwaggons verleihen und das Geld einziehen. Und jetzt ist es so, dass wenn die Banken, also bei den, Moment, zu den Banken würde man praktisch das Geld hinbringen können ohne Verluste. Also man würde einen Verlust erleiden, wenn man es auf dem Girokonto hält oder auf dem oder in der Tasche behält. Und wenn man es denkt, wenn man jetzt sieht, man hat mehr Geld, als man für ein Jahr braucht, dann würde man es vom Girokonto auf ein Bankkonto überweisen, wo es dann ein Jahr der Bank zur Verfügung steht. Und da würde man keine Gebühr bezahlen. Da wäre die Bank unter demselben Zwang, das Geld weiter zu verleihen. Und wenn die Bank es nicht mehr weiter verleihen kann, weil niemand mehr Kredite haben will, dann gibt sie es auf die Zentralbank und dann hat sie dort auch keine Gebühren würden dabei anfallen. Mit anderen Worten, man würde etwas schaffen, wo jetzt letzten Endes das Geld als Dienstleistung nur noch funktioniert und nicht als Ware. Man würde ja auch, man zahlt ja auch für ein Auto, was man leiht, eine Dienst, also eine Gebühr. Und genau das würde mit dem Geld passieren. Und das, was da an Gebühren entsteht, was da an Gewinnen entsteht, das kommt wieder allen zugute. Das bekommt nicht der, der jetzt zufällig mehr Geld hat, als er braucht. Also diese letzten 1% oder letzten 10% der Bevölkerung, hauptsächlich die letzten 1%, die davon profitieren, sondern im Grunde genommen würde das dann wieder allen zugutekommen. Und das, dieses System hat es in der Geschichte in Ägypten, im pharaonischen Ägypten gegeben und im mittelalterlichen Europa, also zwischen Polen und Frankreich, zwischen Dänemark und der Schweiz, hat es die sogenannten Brakteaten gegeben. Das waren Silber, dünne Gold- und Silbermützen im Mittelalter über hunderte von Jahren. Und die Münzherren, die Bischöfe und Fürsten, die haben dieses Geld in regelmäßigen Abständen zurückgerufen und haben es neu geprägt. Und keiner durfte die alten Münzen bei Gefängnisstrafe, Androhung sozusagen benutzen. Und das heißt, die Leute konnten nicht Geld sparen, sondern die waren schon froh, wenn sie jemand an das Geld geliehen haben, wenn der sagte, okay, ihr kriegt das in 3-4 Jahren alles denselben Betrag wieder zurück. Das heißt, die haben das zinslos weitergegeben. Und für die Fürsten und Bischöfe, für die Münzherren war das eine Art und Weise, gleichzeitig Steuern einzuziehen. Und die Leute haben das überhaupt nicht verstanden, was für ein gutes System sie hatten. Die haben das gehasst, weil alle 3-4 Jahre mussten sie alle ihre Münzen dahin bringen, dann kriegten sie nur ein Drittel weniger zurück. Aber stellen Sie sich mal vor, das wäre heute der Fall und alle 3 Jahre müssten sie zur Bank gehen und alles, was sie in der Tasche an Bargeld haben und was sie auf dem Girokonto haben, der Bank geben und dann kriegen sie ein Drittel weniger zurück und das wäre alles, was sie an Steuern bezahlen müssen. Das wäre ja geradezu lächerlich heutzutage. Ja? Also mit anderen Worten, es gibt eine Möglichkeit, Geld zu kreieren, welches völlig ohne den Zins funktioniert, gerecht ist, weil es tatsächlich nicht diese Umverteilung bewirkt. Es ist ja heute so, dass eben wirklich die große Menge draufzahlt und gar nicht merkt, wie über die Zinsen in den Preisen. Ah, das habe ich vergessen zu sagen. Das Entscheidende ist eben heute, dass nicht verstanden wird, wie Leute überhaupt Zinsen zahlen. Die meisten denken, sie zahlen nur Zinsen, wenn sie Kredite aufnehmen. Aber dabei sind natürlich die Zinsen in jedem Produkt enthalten. Und das ist völlig unterschiedlich. Bei der Müllabfuhr sind es vielleicht 12%, beim Trinkwasser sind es etwa 38%. Im sozialen Wohnungsbau zahlen sie 77% Zinsen, weil das
Man rechnet, dass so eine Sozialwohnung 100 Jahre braucht, bis sie nicht mehr benutzbar ist. Und nach 25 Jahren ist der Kredit zurückgezahlt, aber die Miete geht nicht runter, also zahlen sie über 100 Jahre letzten Endes die Zinsen auch mit. Das sind dann insgesamt 77%. Und im Durchschnitt aller Waren und Dienstleistungen sind es tatsächlich so 30-40%, je nachdem, ob man jetzt ein Haus geerbt hat oder nicht, was man an Zinsen zahlt. So, das wäre also praktisch die dritte Möglichkeit. Und das muss man ein kleines bisschen, da muss man ein kleines bisschen offen sein für neue Möglichkeiten. Und ich sage immer, es ist, wenn man sich überlegt, dass derjenige, der das Geld sich leiht, ja im Grunde eine Dienstleistung erbringt, indem er den Wert des Geldes in die Zukunft transportiert, indem er es investiert und benutzt. Dann könnte man auch sagen, okay, man zahlt dem dafür eine Gebühr letztendlich. Und wenn man es investiert und bekommt dafür keine Zinsen, aber man hat einen stabilen Geldwert über hunderte von Jahren, dann ist das natürlich ein unglaublicher Vorteil für die absolute Mehrzahl der Bevölkerung, weil man heute nicht weiß, ist da eines Tages das Geld noch das wert, was wir überhaupt einbezahlt haben für unsere Pension oder Rente. Und das erzeugt eine Angst und eine Unsicherheit unter allen, die dann mit einem solchen Geldsystem eben auch verschwinden würde. Also was Sie so vorhin geschildert hatten, das erinnert mich so ein bisschen an das Freigeld von Silvio Xell, dem Deutsch-Argentinier. Ja, er hat es als allererstes so geschildert und das ist auch das Modell, was heute natürlich gerade durch Helmut Kreuz, den Sie vorher erwähnten, noch weitgehend unterstützt wird durch die Zahlen, die er zusammengetragen hat und die Vergleiche, die er da aufstellt, ja. Gut. Ich würde gerne mal auf den Unterschied zwischen Freigeld und Regionalgeld eingehen. Ja. Als Beispiel hatten wir da den Wördel. Können Sie uns mal erklären, was das ist? Ja, in Wörgl, also zwischen 1932 und 1933, hat der Bürgermeister eben auch gesehen, dass da ganz viele Arbeitslose auf der Straße waren und hat mit der Gemeinde, mit den Vertretern im Gemeinderat beschlossen, dass sie das Gesellmodell, eben das ist ein umlaufgesichertes Geld, einführen, das abgesichert war auf Schillinge in der Bank. Also sie haben ich habe die Zahlen etwas geglättet, damit man sie im Kopf behalten kann. Also die haben praktisch für 5.000 Schillinge haben die 5.000 Einheiten an, was sie nannten, Arbeitswertbestätigungen geschaffen, die Gemeinde, also ein eigenes Geld, was die Gemeinde ausgegeben hat. Damit wurden Arbeiter bezahlt, die dann eine Skischanze gebaut haben, eine Brücke repariert, sanitäre Anlagen, Abwasseranlagen repariert haben und so weiter. Also alles im Grunde genommen Infrastrukturprojekte. Damit wurden diese Arbeiter bezahlt. Die konnten damit wieder in der Stadt einkaufen, Schuhe reparieren, Brot einkaufen und so weiter. Und dieses Geld ist dann in einem Jahr 400 Mal weitergegeben worden. Und wenn man jetzt 5.000 mal 400 Mal nimmt, dann kann man sagen, wurden praktisch mit diesen 5.000 Schillingen 2 Millionen Schillinge wert an Gütern und Dienstleistungen geschaffen in diesem Jahr. Oder 13, das waren genauer gesagt 13 Monate. Und jetzt war das so, dass auf den Scheinen waren 12 Felder und die mussten jeweils mit einer Marke beklebt werden von 1% des Wertes dieser Scheine. Und das heißt, 1% pro Monat sind 12% pro Jahr. Das heißt, von den 5.000 Schillingen, die sie ausgegeben haben, wurden 600, also 12% von 5.000 sind 600 Schillinge letztlich eingenommen. Das war diese Umlaufsicherung. Und wenn diese Marke nicht drauf war, hat das Geld seinen Wert nicht behalten. Das heißt, man musste am Ende des Monats diese Marke aufkleben. Die konnte man bei der Gemeindekasse kaufen. Und die Gemeindekasse hat praktisch diese 600 Schillinge eingenommen. Und dieses Geld ist halt deswegen so schnell umgelaufen. Jeder hat natürlich dieses Geld benutzt, wenn er es hatte, statt der normalen Schillinge, weil dieses Geld auch nur in Wörgl letztlich gegolten hat und da ausgegeben werden konnte. Das heißt, überall, wo die Leute mit dem Geld bezahlen konnten, haben sie damit bezahlt. Und das war ja auch der Sinn, dass dieses Geld eben möglichst benutzt wird und damit die
sozusagen die Arbeitslosigkeit und die Situation wesentlich verbessert wurde. Und die haben also, ich weiß nicht, glaube ich, 25% weniger Arbeitslosigkeit gehabt und haben also 200% ihre Stadtausgaben erhöht. Damit wurde ja letzten Endes, damit wurden die Infrastrukturarbeiten bezahlt. Und es war, also jeder hat dieses Geld sehr gern gemocht. Und dann hat die Österreichische Nationalbank gesagt, das geht nicht, wir haben das Monopol, ihr könnt nicht euer eigenes Geld schaffen. Vor allen Dingen, weil 120 Gemeinden wollten das Modell nachmachen. Und dann wurde praktisch auf der höchsten Ebene der Gerichte das Geld verboten. Ein wirklicher Jammer, weil wenn das nicht verboten worden wäre und wäre ausprobiert worden in einem größeren Maßstab, dann hätte man heute tatsächlich eine ganz andere Möglichkeit zu sagen, das funktioniert. Und seit 2003 gibt es im Chiemgau den sogenannten Chiemgauer, der nach einem ganz ähnlichen Modell funktioniert und eine der erfolgreichsten Regionalwährungen Deutschlands ist. Das Interessante ist ja, dass wir hier in Deutschland auch um ein Haar Freigeld gehabt hätten, denn dieser Silvio Xell, der wurde damals von Gustav Landauer zum Finanzminister berufen. Das war so kurz nach 1900 und das Freigeld, das lag bereits fertig gedruckt in den Tresoren. Aber dann kam die Oktoberrevolution und Silvio Xell musste fliehen und Gustav Landauer wurde ermordet. Also da sieht man mal, was da für Mächte dahinter stecken. Ja, das ist schon wirklich ein wirklicher Jammer, weil das wäre natürlich das hätte möglicherweise Hitler verhindern können, dieses Geldsystem. Nun, wir mussten da nochmal durch diese Erfahrung durch und ich kann einfach nur hoffen, dass es doch möglich sein wird, in Deutschland irgendwo auf irgendeine Art und Weise dieses Geld im größeren Maße auszuprobieren. Also was ich immer sage ist, im Grunde sind diese Regionalwährungen, die es jetzt in Deutschland gibt, das sind Laboratorien für einen anderen Umgang mit Geld. Und das Interessante ist, diese Laboratorien werden alle nur ehrenamtlich und mit Unterstützung privater Spenden am Leben erhalten. Und natürlich ist es so, dass an einigen Stellen die auch wieder zurück oder eingegangen sind, einfach weil die Leute nach 2-3 Jahren, indem sie ihre ganze Freizeit da investiert haben, irgendwie auch mal der Familie sich wieder widmen müssen. Und was ich sage, und wenn dieses Prinzip, dass alle Laboratorien in Deutschland auch für die Chemie, Physik, Mathematik, Biologie, und wenn die alle frei nur auf ehrenamtlicher Basis und mit privaten Spenden so funktionieren müssten, dann würde die gesamte Forschungslandschaft würde zusammenbrechen. Aber hier bei dem wichtigsten Thema überhaupt, dem Geld, da überlassen wir das halt Privatleuten. Und dass es überhaupt solche Beispiele gibt, die da wirklich funktionieren und wo die Leute alle mitmachen und die beweisen, dass das Geld eben schneller umläuft als der Euro und dass man zinsfreie Kredite damit auch geben kann, dann finde ich das überhaupt fantastisch, dass es diese Beispiele gibt und diese Leute gibt, die das machen. Wobei es natürlich auch notwendig ist, neben einem anderen Geldsystem, dass wir endlich mal anfangen, ein bisschen vernünftiger zu sparen. Zum Beispiel die erwähnten 90 Millionen Tonnen vernichteter Nahrungsmittel jedes Jahr oder dann unnötige Transportwege. Zum Beispiel kaufen die Leute in Ostfriesland Butter aus Baden-Württemberg. In Baden-Württemberg, da kaufen sie bayerische Butter. In Bayern, da kaufen sie wieder friesische Butter. Und irische Butter bekommen sie ohnehin überall. Ja, und gleichzeitig werden Millionen Liter Milch zu Pulver eingedampft und dann an Grasfresser verfüttert. Also im Grunde genommen ist das ziemlich blödsinnig, was wir da machen. Und das allerdings. Ja, also da könnte man ansetzen. Also es gibt so furchtbar viele Dinge, die man alle auf den Kopf stellen müssten, vom Gesundheitssystem bis zum Bildungssystem, also im Grunde genommen alle unsere Systeme, und überall muss man halt sagen, ist so ein Kern auch ein Geldproblem dabei. Ja? Also es ist bei weitem nicht das Einzige, und im Grunde genommen würde tatsächlich so ein neues Geldsystem es, glaube ich, wesentlich erleichtern, bestimmte Dinge zu verändern.
ändern, aber dass wir da ein Bewusstsein brauchen, was wir einkaufen, was für eine Macht wir haben als Konsumenten, die richtige Entscheidung oder die falsche Entscheidung zu treffen, das ist davon völlig unberührt. Das kommt noch dazu. Das heißt, im Grunde genommen müssen wir uns langsam bewusst werden, wie viele Dinge wir noch verändern müssen, um einfach auf Dauer zu überleben und tatsächlich unseren Kindern noch was übrig zu lassen. Ja, ja. Und es gibt ja ein Zitat von Heiner Geißler, das habe ich selber mal gesehen oder gehört im Fernsehen bei einem Interview, da hat er gemeint, Geld gibt's wie Dreck, es fließt nur nie dorthin, wo es benötigt wird. Und das ist eben des Pudels Kern, das ist das Problem, ja. Dass im Grunde genommen, ja gut, ich habe ja mal so ein paar die reichsten Leute aufgezählt, von Rockefeller mit 30 Milliarden über Bill Gates, 40 Milliarden, bis hin zum geschätzten Rothschild-Vermögen von 600 bis 700 Billionen US-Dollar. Dann ist natürlich klar, dass irgendwo massive Armut herrschen muss, wenn dort ein derartiger Überschuss herrscht. Ja? Genau. Das ist auch so ein Punkt. Na gut, ich denke, gut, bedürfnisgerechte Produktion hatte ich hier noch aufgelistet, denn wir brauchen nicht unbedingt Rüstungsindustrie, wir müssen auch nicht Pestizide fabrizieren, wir brauchen auch nicht unbedingt Ölfirmen, also im Grunde genommen können wir auf vieles verzichten, aber ich denke, wir müssen mal langsam zum Schluss kommen, wir sind jetzt bald schon an der 90-Minuten-Grenze und ja. Wir überdosieren sonst unsere Hörer mit Informationen. Also eins würde ich gerne noch sagen, dass wenn wir wirklich die Aufgaben für die Rüstung umdirigieren könnten in ein bedingungsloses Grundeinkommen, dann hätten wir praktisch genug für die ganze Welt. Ja. Und wenn wir dieses Geldsystem noch dazu nehmen, was da an unsinnigen Kosten entsteht, also dann könnten wir reichlich den Traum der Menschheit oder ganz gut den Traum der Menschheit erfüllen, dass endlich jeder ein Dach über dem Kopf hat, genügend zu essen hat, eine Gesundheitsversorgung, Bildung und sowas alles. Wäre überhaupt kein Problem. Und ich denke mal, das ist das Ziel und dahingehend müssen wir jetzt einfach versuchen, die entsprechenden Maßnahmen durchzusetzen, mit Hilfe von Leuten, die ihr Bewusstsein so weit verändert haben, dass sie sagen, jawohl, wir können das erreichen, wir müssen nur irgendwo zusammenstehen und das auch machen. Das war ein tolles Schlusswort. Vielen Dank.